Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Pokémon Mystery Dungeon. Team Rot, ja, ihr habt richtig gehört, eine neue Aufnahmesession. Ich habe jetzt vor, ein bisschen am Stück aufzunehmen. Das hat Damage gemacht. Heilige Kacke. Das war Damage, ey. Ja, weil ich mir so dachte, ich brauche ein paar Parts. Schon mal ein bisschen vorproduzieren, damit ich nicht wieder so die Probleme habe wie die letzten paar Tage zwischendurch mal. Und ja, deswegen nehme ich jetzt auf. Am Stück. Wir haben kein Gummi im Inventar, aber auf dem Boden liegt ein Graugummi, das wir gerne essen wollen. Ich höre einen Zug. Das ist das Problem, wenn man an den Gleisen wohnt und ja, Fenster aufhat, weil es zu warm ist draußen. Es ist einfach so, ja, laut, wenn ein Zug vorbeifährt. Für euch wahrscheinlich nicht. Ihr hört das wahrscheinlich nicht wirklich. Aber ich höre es halt. Und es ist doof. Aber gut, was soll's. Kommt vor, passiert. Kann man nicht ändern. Heitscha! Ja, Silberdorn und Eisendorn ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall besser als Georock Brock. Das macht ja konstant 20 Damage. Aber diese Eisen- und Silberdorn, die variieren immer, sag ich mal. Geowatz! Trapboots! Kannst du jetzt bald mal ein Level aufkommen, Elekid? Das brauchen wir von dir nicht. Wie können wir einen Apfel essen? Einfach so, weil, ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Ah, Elekid, Level up. Nice, Level 15. Leider keine neue Attacke, schade. Aber der, Alter, die KP steigt um 4. Das ist, also langsam kommt er an unsere KP ran. Das ist, schön. Dann ist der jedenfalls nicht mehr so ein leichtes Ziel. Dann ernst, es hätte jetzt ja noch weiter nach rechts gehen können, oder? Mal sehen, ob wir es heute, ja, ich denke schon, dass wir es heute mit Groudon schaffen werden. Ja, doch, doch, doch. Ob wir ihn besiegen, weiß ich nicht. Aber wir schaffen es auf jeden Fall bis zu ihm. So viel würde ich sagen, ist sicher. Dein Ernst. Ha, Zua. Ohne Quacknarre. Ah, Quacknarre. Ah, Quacknarre. Dein Ernst? Danke. Drecks Lehmschelle, oder? Ich habe eine Lehmschelle, glaube ich, vorher abbekommen. Mann, Konrad Warstein, ey. Nimm das Gummi in den Mund, Draki. Nimm es in den Mund. Ja. Hey, Geowatz. Danke, Knarre. Schöne Sache. Und was ist hier? Raub. Was brauchen wir denn hiervon nicht? Ich glaube, die Linkbox brauchen wir nicht, oder? Obwohl, weiß ich nicht. Ja, wir essen nochmal einen Apfel. Kann ja nicht schaden. Und Aquaknarre. Hat gar nicht mal so viel Damage gemacht, wie ich irgendwie erwartet habe, muss ich sagen. Aber okay. 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 Nächste Treppe. Nice. Und ich glaube, es geht sogar bis U23 und nicht bis U22, wie ich es im letzten Part gesagt habe. Aber so wirklich sicher bin ich mir da nicht. Irgendwas mit 20 war es auf jeden Fall. Und zack. Flammenwurf. Nice. Schöner Ruckzuckhieb, aber... Oh, Mann. Schade, jetzt kann ich die nicht mehr one-hitten. Ach, Mann. Schreckt immerhin zurück. Donnerschlag macht super viel Schaden, Alter. Wow. Ich bin begeistert. Begeistert. Nein. Zack, zack, zack. Danke. Nein. Rotgummi werfen. Der kriegt gleich noch ein Level, noch einen IQ-Punkt mehr, habe ich das Gefühl. Draki kommt hier ein paar IQ-Punkte auf jeden Fall rauf. Ja, ich denke schon. Na, 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 na. Jut, jut. Oh, hi, Slimer. Tschüss, Slimer. Hi, Slimer. Tschüss, Slimer. Ein Gummi für uns. Nicht... Das war jetzt nicht so gewollt. Essen. Zack. Poke aufheben. Oh, das sind so schön viele Poke. Mmh.
Poke. Wie viel haben wir denn? Schon 2100? Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Steigt ein wenig. Okay. Oh, nix. Wow. Huah. Ja, Onyx ist schon so ein... Was ist denn mit dir? Onyx ist auch ein Pokémon, was ziemlich viel aushält hier. Im Spiel auf jeden Fall. Wie ihr seht. Ha! Okay. Eieieiei. Ich glaube, ich sollte einen Top-Alex hier zu mir nehmen. Wir sind fast durch. Ich will nicht. Aber wegen Blubber und so, das ist besser gegen Onyx als Biss. Das ist halt das Ding. Und Aquaknarre. Damit können wir die auf jeden Fall schneller besiegen, ohne dass sie nochmal Edekit töten. Das ist echt... Ist das dein Ernst, Slimer? Dreck-Slimer. Blödes Slimer. Echt jetzt, ich hab Angst. Dein Ernst? Was ist das denn für eine doofe Fähigkeit von Slimer? Nein, Onyx. Was machst du denn, Elekid? Bist du irgendwie vollkommen... Wow. Was ist denn mit dir? Eieieiei. Warum rennst du denn da hin? Oh, wow. Hallo, Slimer. Zack. Besiegt. Nice. Komm schon, Alter. Die Treppe. Jetzt wird's langsam wieder mit den... Ah, oh, wow. Jetzt wird's wieder Ewigkeiten dauern, bis wir die Treppen finden. Einfach nur... Weil ist so. Hallo. Na, Slimer. Alles fresh. Gut, dass du einfach mal so null Damage machst. Treppe? Keine Treppe. Ist das dein Ernst? Oh, wow. Ich will auf keinen Onyx treffen, muss ich zugeben. Ein Slimer, okay. Das ist in Ordnung. Da oben. Alter, dein Ernst? Ha! Ich hab nur noch Verzweifler. Okay, merke ich mir. Wenn ich einen Onyx sehe, dann werde ich einen Top-Elixier einsetzen müssen, Leute. Dann werde ich definitiv einen Top-Elixier einsetzen müssen. Oh, nice. Das ist vorbei, oder? Noch eine Treppe? Noch eine Treppe. Okay, aber das könnten wir packen. Durchbruch, schöne Sache. Wow. Okay, das war ein unnötig verschwendeter Belebersam. Shit. Aber gut, wir können speichern. Wir haben noch 3 Belebersamen? Ich glaube schon. 3 Belebersamen haben wir noch. Wir haben gespeichert. Und... Ist klar! Mhm. Durchbruch. Ist okay. Ist okay. Wow, wir machen ja gar kein Damage mehr. Nein, ich wollte nicht dich angreifen. Wow, okay, ich glaube, wir sind gleich im Arsch. Dein Ehren. Okay, Leute, das ist jetzt schon mal unser erster Los, glaube ich. Ich starte gleich auf jeden Fall neu. Die können uns doch nicht hier mit drei... Ja, nee. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Reset. Es tut mir leid, aber ohne Scheiß. Das können die doch nicht machen. Das können die definitiv nicht machen. Heieiei, wie können die mich denn da mit... 2 Stalos und einem Onyx in einen Raum spawnen lassen? Heilige Kacke, ey. Wir müssen jetzt auf jeden Fall 3 Ebenen wieder hoch. Also 2 Treppen müssen wir finden.
Ja, ein bisschen weiter höher bitte. Nicht, dass ihr das Dings angreift. Das Onyx. Das wollen wir nicht unbedingt. Keine Treppe, okay. Treppe. Nice, und wir sind auf kein Pokémon getroffen. Das ist schön. Das ist sehr schön sogar. Oh, wir mussten sogar noch... Stimmt, eine Treppe hoch. Mal sehen. Ich frage mich, wo wir sind. Ich denke, wir sind sehr weit gekommen. Ja, kann sein. Oh mein Gott, wow, Erdbeben. Wow, scheiß die Wand. Oh, okay, vorbei. Puh, es ist vorbei. Hey, Doki, da drüben. Lol. Hey, bist du in Ordnung? Was ist mit dir passiert? Wir haben Groudon herausgefordert. Ich habe verloren. Groudon? Es hat uns besiegt. Oh, Kacke. In Ordnung. Was ist mit Simsala? Wo ist Simsala? Simsala kämpft noch immer gegen Groudon. Toki, wir müssen uns beeilen. Ja, Mann. Seid vorsichtig. Sind Elekid und... Draki gerade über die Lava gelaufen? Draki ist okay, aber Elekid? Dein Herz? Da ist Simsala. Bist du in Ordnung? Mir seid es also. Bleibt zurück. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es. Das klang gerade wie so, weiß ich nicht. So, einem Kampf beginnen. Hier kommt der erste Gegner auf der rechten Seite und so weiter, wisst ihr? Es kommt? Wo? Simsala! Simsala! Oh lol, wo ist er? Simsala ist weg. Wie vielleicht wurde er besiegt. Ich hoffe mal nicht, Alter. Nun liegt es an uns. Aber ich werde nicht kampflos aufgeben. Doki, geben wir unser Bestes. Okay, so. Attacken. Blubber fixieren. Erstmal nochmal ein bisschen angreifen. Elekid kann momentan ja eh nichts machen. Es ist sogar super, dass er da hinten steht. Dann lassen wir ihn nämlich... Nur Ruckzuckhieb einsetzen. Und, Rauchwolke auf jeden Fall. Ruckzuckhieb weg. Und Glut weg, würde ich sagen. Obwohl, Glut kann da lassen. Glut kann da bleiben. Ha! Wir machen so fucking nichts an Damage. Krasser Shit. Kacke. Flammenwurf macht immerhin Schaden. Das ist gut. Ja, Glut geht ja auch sogar ein bisschen. Ha! Kannst du jetzt mal Rauchwolke einsetzen, Draki? Okay, ich setze die Silberdorn ein. Silberdorns. Batz. 30 Damage ist auf jeden Fall super. Okay. Kannst du jetzt bitte Rauchwolke einsetzen? Was ist denn mit dir? Ich will es halt nicht die ganze Zeit wieder wechseln und so. Das ist, weiß ich nicht, doof. Okay, Draki ist auf jeden Fall schon mal besiegt gewesen. Na, schön. Schön, schön. Nochmal. Ja, ich setze lieber mal eine Sinelbe rein. Danke! Endlich eine Rauchwolke! Ha. Oh Mann, das wird doch niemals was Gutes. Was ist denn mit dir? Warum lutschst du diese Sinelbeere nicht einfach? Was ist denn mit dir, Draki? Ohne Scheiß! Gott, das kann doch nicht wahr sein! Warum hat er die denn nicht genommen? Jetzt verdammt nochmal mehr Rauchwolke ein. Wofür hat er die Fähigkeit, wenn er sie nie einsetzt?
Wir haben keine Sinebären und keine Belebersamen mehr, ne? Nee. Wow. Kann mein Tempo bitte wieder normal werden? Wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Ist das denn ernst? Mein Tempo ist immer noch nicht normal. Okay. Ja! Was? Wow! Nice! Wow! Wir haben es beim ersten Mal geschafft. Wie habe ich das hingekriegt? Wow! Ha! Orgasmus pur, Alter. Sieh mal, das ist im Sala. Und das ist auch Glurak. Es sind auch Glurak und Despoter. Oh. Habt ihr es geschafft? Was ist mit Groudon? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut. Aber wir müssen diesen Ort verlassen. Was ist mit Groudon? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war wütend darüber, aus seinem Schlaf gerissen zu werden und hat die Kontrolle verloren. Es sollte sich beruhigen. Wow, ein weiteres Beben. Hinaus, schnell. Ich glaube, ich habe Groudon noch nie beim ersten Mal gepackt. Vor allem nicht, wenn ich mit Blubber so null Damage gemacht hätte. Oder hab. Nachdem Groudon besiegt war, verließ das Team von Doki den Dungeon. Und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Ja, speichern wäre schön. Wir sind bald durch mit dem Spiel, Leute. Also mit der Hauptstory. Danach kommen halt die ganzen Legendären holen und so, hochleveln. Das mache ich offscreen, das Leveln und so. Dungeons freischalten. Oh ja, und auf dem Platz. Ist das die Podoke schon zurück? Schau, da kommen sie. Es ist wahr, Schätzchen. Blablabla, ist das Green. Großartige Arbeit, Doki. Ihr habt Groudon wirklich besiegt. Schätzchen, das ist ja fantastisch. Ich bin ganz hingerissen. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Woher weiß jeder von euch, was passiert ist? Wow, Fliege. Ist okay, chill mal dein Leben. Pelipper hat schon eine Extra-Ausgabe der Pokémon-Zeitung herausgebracht. Wir sind wesentlich stärker geworden, als ich erwartet habe. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr wart großartig. Wir sollten uns demnächst mal zusammenschließen. Fliege, verpiss dich. Ihr habt euch damit großen Respekt erworben. Euer Retterteam Pokepark ist wirklich erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz auf euch sein. Draki und Doki. Doki, das ist einfach großartig. Jede Anstrengung von uns hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an! Dass Groudon ausgerechnet von so einer Heususe besiegt wurde. Okay. Was war das? Lang dachte ich, ich hätte was gehört. Und da bin ich bescheiden. Lol. Nein, ich habe es auch gehört. Ich auch. Sogar jetzt höre ich es. Mann, Fliege, geh weg. Puh, weg. Ah! Ja, da kannst du sitzen bleiben. Spricht da jemand? Keine Ahnung. Diese Stimme. Ich kenne diese Stimme. Diese Stimme, ganz sicher. Das ist die Stimme von Xatu. Xatu? Ja, natürlich. Telepathie. Xatu ruft uns alle mit Telepathie. Wie habe ich den nochmal gesprochen? An alle Pokémon. Ich wende mich an alle Pokémon. Schrecklich ist es. Vom Himmel fällt ein Stern. Ein Stern? Vom Himmel fällt ein Stern. Er ist riesig, ein riesiger Stern.
Der Stern, er fällt. Er fällt direkt auf uns. Habe ich gesagt, so gesprochen? Ich weiß es nicht. Eine Sternschnuppe! Oh Gott! Nein!